Heute zeige ich euch, welche Muskelgruppen man trainieren muss, damit man einen stärkeren Schlag bekommt. Okay, davor muss man erstmal wissen, was ist der Bewegungsablauf eines Schlages. Okay, also man steht mit den beiden Beinen schulterbreit nach vorne, also ungefähr so. Die Beine zeigen nach vorne und jetzt schlägt man, indem man die Hüfte eindreht und nach vorne schlägt. So, jetzt muss man erstmal wissen, welche Muskeln sind hier am Arbeiten. Das ist die Brust und der Trizeps, das sind Push-Bewegungen. Das heißt ganz einfach, du machst Bankdrücken und du machst zum Beispiel eine Trizepsübung für den Kabelzug. So, dann hast du schon mal die halbe Bewegung vom Schlag. Aber ein Schlag hört nicht hier auf. Ein Schlag geht wieder zurück, weil das machen viele Anfänger falsch. Anfänger zum Beispiel gegen den Boxsack schlagen die so, die drücken gegen den Boxsack. Aber ein Schlag ist explosionsartig. Das heißt nach vorne und ganz schnell wieder zurück. Das ist ein Schlag. Das heißt, wenn du hier vorne bist, ziehst du wieder zurück. Und welcher Muskel ist da am Arbeiten? Das ist zu 99% der Rücken. Warum nicht der Bizeps? Du machst nicht so eine Bewegung, du machst so eine Bewegung. Das heißt, wenn du deinen Rücken trainierst, dann bist du stärker. Das heißt, du kannst zum Beispiel Deadlifts machen oder du kannst zum Beispiel Rudern machen oder Lat ziehen. Das sind alles Bewegungen, die den Rücken trainieren. Und jetzt ist es noch wichtig, die Hüfte. Das heißt, bei einem Schlag musst du die Hüfte eindrehen. Warum ist das so? Ganz kurz gesagt, dadurch, dass du deine Hüfte eindrehst, bewegst du mehr Masse und es ist physikalisch einfach gesehen, dass mehr Masse eine größere Wucht hat und dadurch ein größerer Schlag zustande kommt. Das kannst du zum Beispiel trainieren, wenn du deinen Core stabilisierst, das heißt deine Bauchmuskeln, dein unterer Rücken. Und da habe ich euch zum Beispiel ein Training abgefilmt, das werde ich euch dann in den nächsten Tagen hochladen. Also wenn du das dann nicht verpassen willst, dann abonniere einfach. Okay, und die letzte Muskelgruppe sind die Beine. Man denkt immer so, warum muss ich Beine trainieren als Boxer? Aber wer schon mal in einem Kampf war von 3 Minuten, der weiß, wie müde deine Beine sind. Durch die ganze Footwork, was du machen musst, musst du halt deine Beine trainieren. Was macht man, um Beine zu trainieren? Da mache ich größtenteils Squats und Ausfallschritte. Squats sind sehr gut, eben um deine komplette Muskulatur, deinen Rücken zu trainieren. Und Squats sind auch generell gut, da du sehr viel Gewicht bewegen kannst. Und Ausfallschritte, also wer Ausfallschritte macht, weiß, dass du die nächsten 5 Tage nicht mehr gehen kannst. Also Ausfallschritte sind sehr, sehr, sehr gutes Beintraining. Ja Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr ein Video haben wollt, was auch Jüngere machen können, weil generell empfehle ich Krafttraining erst ab 16 Jahren. Und wenn ich auch ein Video machen soll, was Jüngere machen können unter 16 Jahren, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare und gebt einen Daumen hoch. Okay, ciao.